Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Und ja, wir befinden uns jetzt gerade beim Avos-Tempel. Und wir wollen diese Schwertchen hier aus dem Stein ziehen. Und das sollten wir jetzt schaffen, weil wir haben... Ja, das letzte Mal habe ich, also wir, die Stärke ein bisschen hochgepusht. Und wenn ich es jetzt nicht ziehen kann, dann... Ja, ziehen Sie mal. Das Schwert rausziehen. Und wie ihr seht schon auf dem Rücken, ich habe das Solos-Großschwert. Habe ich ja letztes Mal gekauft. Und. Ah, ja. Yes! Sieg. Wir haben's. Und jetzt wird alles niedergemetzelt. Wow. Ihr seid stark wie ein Riese, wenn das der Häuptling erfährt. Jetzt habe ich auch gerade ausgerüstet. Inventar, Waffen, Nahkampfer. Der Verkünder. Schärfenverstärkung durchdringen. Schaden 198 und der macht weniger Schaden als das Solos-Großschwert. Klar, ist auch ein Einhänder, also. Mit dem bin ich schon ganz schön schnell, da ich die Tempowertung voll habe. Naja, das war's zu dem. Was könnte ich jetzt noch tun? Schnell mal überlegen. Mann, was könnte ich noch machen? Ach ja. Ich mache noch einen kleinen Besuch. Und zwar Grabhügelfeld. Ja, ich muss zu dem Grabhügelfeld. Ich muss ja zu Lady Grays Haus. Dort habe ich noch. Da steht jemand am Tor. Hm? Weißt du so? Nö. Ah ja, natürlich. Solskurschwert. Da. Ja, Flammenverstärkung, Gesundheitsscheibenverstärkung. Das heißt, Gesundheitsverstärkung, ich bekomme regelmäßig, wird meine Lebensenergie erneuert. Hallo, Theresa. Du hast Messer Jack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Er war das? Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Dann hat er sie gefangen. Seit dem Überfall hat er sie im Bargeldgefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Mm. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles. Oh, hoppla. Das habe ich mal vergessen. Doch. Für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Okay, wo ist Mutter? Buch, 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 Gegenstände, Buch, andere. Ist das irgendwo hier? Puppe, Faustkampf, Schuhe, Räuberplatz, blauer Pilz. Ja. War das? Nee, Schatztipp. Silberschüssel, schon 8 Stück. Wann habe ich so viel eingesammelt? Uiuiui. Quest Tagebuch, ist das beim Tagebuch? Objekte? Nö. Quest und Geld? Bücher! Buff! Die Blutlinie. Obwohl er keine Chance mit der Hunde nicht mehr gibt, finden sich Überreißer von überall in Elven, die Gilde in ihrer großartigen Macht, zerstörte Werke der Architektur, dunkle, unheilige Geheimnisse, die unter der Erde lauern. Doch neben Stein und Magie hat noch mehr überlebt. Denn mitten unter uns gibt es auch noch das Leben der Vernächtigten des Königreichs. Eine Stammlinie mit direkter Verbindung zu allem, was das Königreich groß gemacht und am Ende zerstört hat. Ob es sich dabei um die Nachkommen von Arkon Hirst selbst oder um die Schmiede des Schwertes handelt, vielleicht aber auch um diejenigen, die seine Macht brachen, ist nicht bekannt. Obwohl die Tage des Untergangs schon seit Generationen vorüber sind, wandern unter uns auch heute noch Überlebende aus dieser Blutlinie und eine uralte Kraft pulst in ihren Adern.
Manche leben als Helden, andere verbergen sich in der Masse. Aber ihre Verbindung zum Schwert, das Arkon führte, das Schwert der Ewigkeit, wird in allen Dokumenten erwähnt, die ich ans Licht bringen konnte. Falls es mir gelingt, lebende Abkömmlinge dieser Blutlinie zu finden, kann ich vielleicht auch aufdecken, was mit dem Schwert passiert ist. Und vielleicht kann dann sogar das alte Königreich wieder auferstehen. Eine Person gibt es auf die alle Zeichen deuten. Obwohl sie jetzt ein ruhiges Leben führt, hat sie viel getan, das darauf hindeutet, dass sie die eine ist. Und jetzt lebt die Blutlinie in ihren Kindern weiter. In einem Sohn und einer Tochter. Und eines Tages wird sie die Macht ihres Willens an sie werden. Ah, so ist es. Okay, also, was heißt das jetzt? das heißt so viel wie, ja, wir, also der Held ist Nachkomme einer Talenklan, okay, einer heldenhaften, also ja, Blutlinie, die irgendwas mit dem Schwert von Arkon zu tun hat und... Was will ich eigentlich genau sagen? Ich laber ein bisschen. Nee, was ist jetzt hier? Oh, noch ein Haus. Truhe. Okay. Okay. Oh. Oh! Hallo, Leute! Wie geht es euch? Kommt her, ich hau euch zu Brei. Batsch, 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 batsch. Tod? Diese Szene, kann mir die jemand erklären, was mit diesem Grabstein auf sich hat? Muss ich ja jetzt graben, oder? Ich probier's mal. Ah, ja, schon besiegt. Ah, das war ja nix. Das war nix. Fertigkeitszeiter. Danke sehr. Danke sehr. Ich finde nichts Interessantes. Slag, toll. Natur. Ja, das heißt, wo war ich voll stehen geblieben, bevor ich Tanklan Beintätowierung, bevor ich angegriffen wurde, so hinterrücks und hinterhältig. Oh, ein Teddy. Mit dem blauen Flecken? Moment. Hä? Naja, ja, das... 10 Stimme, ich hab mal gesagt. Nee. Willenszeit, Alter. Wunderschön. Normaler Bart, okay. Ja, dass die Familie etwas mit dem Schwert von Arkon zu tun hat und das Schwert der Ewigkeit. Und ja, das wird dann noch spannend. Viele kennen die Geschichte sicher, was und wissen, was es mit dem Wurscht. Heute bin ich irgendwie nicht so drauf. Oh, ich kann hier fahren. Das ist einfach, ich war für euch am Ziel. Also, meinst du den Tod oder wie? Mal hier graben. Was finde ich da? Deathlycon-Tätowierung. Schick, ja? Kann ich jetzt graben? Okay. Hier gibt es auch, wie ihr seht, eine Dämonentür. Und die kann man erst öffnen, wenn man Lady Grey geheiratet hat. Was ich natürlich auch tun werde. Weil dann... weg da. Weil dann... ja, bekommt man eine Villa und viel Geld und... Ja. Was könnte ich noch machen? Ich habe heute irgendwie gar keinen Plan. Hier war ich... Ah, jetzt noch was anderes. Wo ist es? Grabhügelfelder? Muss ich da? Ja, ich muss sowieso aus Süd hier entlang. Dann dadurch hier. Ah, das kann. Ja, ich muss hier lang. Ein paar werden sich vielleicht jetzt fragen, was mache ich hier, was will ich hier, hier gibt es doch nichts. Oh, hoppla. Hier gibt es schon was, und zwar gibt es hier noch eine gute Quest, und ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Dämonentür.
Und zwar muss ich, die Dämonentür befindet sich im Darkwood Bordell. Viel mehr jetzt vor Freude aufschreien. Ja, endlich! Quatsch. Nein. Oh, hoppla, ich sehe gerade, die Zeit wird knapp. Ich mach so, das nächste Mal bin ich beim Bordell und dann seht ihr, was für eine Quest ich meine, also wie ich die Tür öffnen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.